Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur neunten Folge von Praxisdialog Agrar, dem Online-Pflanzenbauforum der Saatenunion. Kurzer Hinweis an die Regie, ich habe ein Echo. Das Thema heute, Sojaanbau, was muss man für eine sichere Abreife tun? So, entschuldigen Sie bitte, das Echo ist weg, jetzt ist es sehr viel angenehmer. Also heute zum Thema Sojaanbau, was muss man für eine sichere Abreife tun? Mein Name ist Daniel Dabbelt, ich bin Redakteur bei Top Agrar und freue mich, Sie heute durch die nächste Stunde führen zu dürfen. Sehr gerne möchte ich Ihnen unsere heutigen Gäste vorstellen. Ich stelle sie in der Reihenfolge vor, wie sie später auch ihre Vorträge halten werden. Zum einen haben wir unsere erste Rednerin, das ist die Produktmanagerin für Soja von der Saatenunion. Sie sitzt bei der Versuchsstation in Moosburg in der Nähe von Freising und ist dort außerdem auch als Versuchstechnikerin tätig. Herzlich willkommen, Olina Sobko. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Unser zweiter Redner heute ist geschäftsführender Vorsitzender des Soja-Förderings. Er war lange Leiter des Sachgebiets ökologischer Landbau beim Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg, wo er auch heute in seinem Ruhestand noch in dem Projekt Legumes Translated mitarbeitet. Die Rede ist von Herrn Jürgen Recknagel. Herr Recknagel, herzlich willkommen. Hallo allerseits. Unser dritter Redner heute ist wirklich der Praktiker. Er ist als Berater berät Landwirte, die Sojabohnen anbauen und ist auch Experte in der Verarbeitung, in der Weiterverarbeitung von Sojabohnen. Vom Stadelhuber Agrarservice in Aschau am Inn begrüße ich ganz recht herzlich Herrn Hartnetz. Einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung. Das sind unsere drei Redner heute. Sie, liebe Gäste, haben während der gesamten Veranstaltung wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das können Sie über die Chat-Funktion auf der rechten Seite in Ihrem Bildschirm machen. Direkt im Anschluss an die einzelnen Vorträge werden wir dann schon mal erste Verständlichkeitsfragen klären und dann gehen wir anschließend in die gemeinsame große Diskussion in den Praxisdialog, wo wir dann auch weiterführende Fragen klären können. Ja, zum Thema heute, dem Sojaanbau. Warum befassen wir uns mit dieser Kultur? Wenn wir uns da einmal dem Anbauumfang nähern und uns die Erntefläche im letzten Jahr anschauen, belief die sich auf ca. 33.000 Hektar. Im Vergleich zu 2016 sind das etwa doppelt so viel. 2016 lag die Anbaufläche bei nur etwa 16.000 Hektar. Das ist sicherlich eine erfreuliche Entwicklung für die Sojabohne. Wenn wir die Flächen allerdings mit unseren großen Kulturen, wie Weizen oder Mais, vergleichen, wird schnell klar, dass wir da noch einfach in einer Nische uns befinden. Hinzu kommt, dass nur etwa 2% der jährlich in Deutschland benötigten Sojabohnenmenge auch in Deutschland produziert wird. Der Schwerpunkt Anbau in Deutschland liegt sicherlich im Süden, in Bayern und Baden-Württemberg. Und ja, warum ist das so? Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir dort einfach eine sichere Abreife erzielen können durch mehr Sonnenstunden. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass die Abreife, die zögerliche Abreife, welche viele Anbauer vom Einstieg in den Sojaanbau abhält. Wenn wir diese nämlich fragen, wenn wir Landwirte fragen, warum sie keine Soja in der Fruchtfolge haben, heißt es häufig, das Zeug wird ja nicht reif. Aber ob das wirklich so ist und ob wir regional Unterschiede haben, wo die Soja wirklich nicht reif wird oder wo sie gut reif wird und vor allen Dingen, welche Einflussfaktoren wir selber als Anbauer haben, um irgendwo die Reife so gut es geht abzusichern oder zumindest positiv zu beeinflussen, darum wollen wir uns heute mit unseren Experten austauschen. Beginnen wird nun Olina Sobko, die ihren Vortrag schwerpunktmäßig auf die Aussaat der Sojabohne gelegt hat. Olina, du hast das Wort.
Daniel, danke schön für die Einführung. Ich hoffe, alle sehen wunderbare Sojapflanze bzw. Blüte. Ja, wir können deine Präsentation sehen und hören dich sehr gut. Hervorragend, dann schießen wir ja los. Also, liebe Zuschauer, wir haben Aussaat von Sojabohnen essentiell für die sichere Sojaerträge. Was bringt eigentlich Sojabohnen den Anbauer? Es sind ein paar Punkte tatsächlich. Also, Sojabohnen als Leguminosen und auch in manchen Fruchtfolgen als Hackfrucht lockern generell die Fruchtfolgegestaltung. Konventionell gesehen ist Sojabohnen arbeitsextensiv, weil man tun das Zeug impfen, bauen, einmal spritzen und dann darf man schon dreschen. Was den nächsten Punkt angeht, das Dreschen. Was drescht man den Sojabohnen? Natürlich zwischen Raps- und Weizenaussaat und meistens auch vor dem Maisdreschen. Also wir können unsere Arbeitsgänge auf dem Acker etwas entzerren. Als Leguminose kann Sojabohnen sich fast komplett mit Stickstoff versorgen. Daher benötigt sie eben keine Stickstoffdüngung und stehen mit den Minuswerten in Düngerbilanz. Sojabohnen hat aber auch positiven Ökobilanz, weil von Pflanzenschutzmitteln ist nun Herbizideinsatz nötig. Wie schon sagte ich, keine Düngung, also Stickstoffdüngung, nur die Phosphor- und Kalidüngung. Daher fährt man bis zu viermal mit dem Bulldog auf dem Acker und dadurch könnten wir einen positiven Ökobilanz ziehen. Darauf resultierend kann man eine regionale und nachhaltige Erzeugung von eiweißreiches Futter und wertvolles Lebensmittel in Deutschland haben. Also, wie geht es eigentlich mit der Sojaaussaat? Bei der Vorfrüchte ist Sojabohnen gar nicht so wählerisch. Als Vorfrüchte können alle herkömmliche Feldkulturen sein. Bei den Getreiden werden Sommerformen bevorzugen, weil sie weniger Stickstoff hinterlassen im Boden. Wenn schon alle Stricke reißen, kann man auch Sojabohnen nach Sojabohnen bauen. Nichtsdestotrotz, hier muss man auf Sklerotinie aufpassen und auf die Problemunkräuter wie Distel, Ackerwinde, weiße Gänsefuß und Nachtschatten, weil die ersten drei aufgezählten sind in Deutschland mit den chemischen Unkrautbekämpfungsmaßnahmen sich so gut wie nicht aus dem Acker zu bringen. Der Standortwahl. Also Soja mag leicht erwärmte Böden mit lockerer Struktur. Allerdings Sandböden und schwere Tönböden sind zu vermeiden und bei steinigen Böden und Hanglagen kann die Ernte schwierig gestalten sein. Soja braucht kaum Wasser zum Auflauf und die Staunässe, vor allem zum Feldaufgang, kann zu Verschlemmungen führen, was auch schwierige Bestandesentwicklung und Bestandesetablierung zustande nicht kommt. Also ausreichende unkontinuierliche Wasserzufuhr ab Ende Juni bis Ende August, das ist ja Blüten, Hülsenbildung und Kornfüllung, ist ertragsrelevant, weil dadurch wird die Anzahl der Seitentrieben, Hülsen und Tausendkorn erhöht. Sojabohne ist eine subtropische Pflanze und eine sehr wärmeliebende Kultur. Dank dem züchterischen Fortschritt letzten 50 Jahren ist Sojabohnen fast tagesneutral. Also es sind einige Sorten, also die wurden gezüchtet, die auch in nördlichen Landesgebieten problemlos angebaut werden könnten. Das gemäßigte Klima in Deutschland erlaubt Anbau von den großflächig Dreifach-Null, Zweifach-Null und Einfach-Null-Sorten. Da Sojabohnen zu vollständiger Abreife die gewisse Wärmesumme benötigt, dann bräuchten die Dreifach-Null-Sorten, das sind alle frühesten, die wir in Deutschland anbauen können, da die Wärmesumme beläuft bei 2400. Bei den etwas späteren Sorten, Zweifach-Null-Sorten, brauchen wir schon 200 Wärmesummen mehr. Und bei den noch späteren Sorten, Einfach-Null, wir bräuchten mindestens 2600 bis 2800 von Wärmesumme her. Hier würde ich ganz gerne auf die Anbauwürdigkeit Sojabohnen in Deutschland, das ist die interaktive Karte auf dem Portal von
JKI oder von Steuerförderung hinweisen. Da hat Recknagel mit Herr Rosberg sehr fleißig die ausgearbeitet. Die hilft wahnsinnig bei der Standortauswahl und Sortenauswahl bei Sojaanbau. Schaut's rein. Daher, das Hauptkriterium bei Sojasortenwahl ist klar rechtzeitige Abreife. Eine standortangepasste Sorte sichert uns höheren Ertrag. Aber wenn Standort trocken gefährdet ist, dann würde ich eher wüchsige und spätreifende Sorten empfehlen. Die kühlere Standorte mit ausreichend Wasser, da bräuchte man die frühreifenden und standfesten Sorten. Eine Nutzungsrichtung von Sojabohnen beeinflusst auch Sortenwahl. Wenn man auf Speisesoja setzt, dann müsste man auf richtige Wahl der Nabelfarbe, Protein und aber Ölgehalt, je nach Nutzung, genauso wie Zusammensetzung der Aminosäuren begutachten. Wenn Sojabohnen für Futtermittelzweck angebaut wird, dann nun Proteingehalt und ebenfalls Zusammensetzung von Aminosäuren zum Prüfen sind. Sojabohnen ist eine Leguminose, das haben wir schon geklärt. Und mit der Symbiose mit Knöllchenbakterien kann sie auch Stickstoff aus der Luft fixieren. Knöllchenbakterien sind allerdings in unseren Böden nicht verkommlich, daher eine Impfung mit geeigneten Präparaten notwendig. Die Inokulation sollte entsprechende Bedienungsanleitung durchgeführt. Da hat man unabhängig von den Mitteln, ob das Torbasiert oder liquide Mittel sind, es steht alles drauf. Also bitte Obacht geben. Und das alte Thema Stickstoffversorgung und Sojabohnen. Also diese Kulturart kann sich nun bis zu 70-80% mit Stickstoff selbst versorgen. Rest kommt aus dem Boden. Es ist auch aber schon bekannt, dass Sojabohnenschlag in einem Jahr pro Hektar bis zu 300 Kilo Stickstoff akkumulieren kann aus der Luft mit diesen wunderbaren Knöllchen, die Sie auf den Bildern auch sehen. Aber es ist trotzdem nicht vollständiger Bedarf von der Pflanze. So, jetzt sind wir so weit, dass wir die Bohnen tatsächlich in den Boden bringen. Sojabohnen braucht ein feinkrümeliges Saatbett mit möglichst wenigen Arbeitsgängen, damit wir keine Bodenverdichtung produzieren. Die Sojabohnen ist ab Mitte April zum Säen, wenn Bodentemperatur mindestens 10 Grad Celsius ist. Es ist keine 8 und es ist nicht bald warm, es ist 10 Grad Minimum. Und die zweite Voraussetzung, dass eine sogenannte Schönswetterperiode in Aussicht ist. Was heißt Schönswetterperiode? Dass das auch warm wird, weil Sojabohnen Wärme liebt. Also, wenn Schönswetterperiode kommen kann, laut dem Wetterprognose, dann können die Körner zügig keimen und auch auflaufen. Sojabohnen ist wahnsinnig konkurrenzschwach im Vergleich mit den anderen Kulturarten und aber mit Unkräuter. Daher müssen wir mit dem Saattermin eine zügige Jugendentwicklung der Pflanzen gewähren. Eine Frühsaat, also Anfang April oder sogar teilweise Ende März, da haben wir sicherlich keine 10 Grad Temperatur im Boden. Es mag schon, wie wir jetzt seit einer Woche betrachten, plus 20 Grad draußen sein, aber der Boden ist kalt. Daher, wenn wir in kalten Boden die Sojabohnen bringen, da ist unser Feldsaat eben frostgefährdet und eine gleichzeitige, eine schöne Feldaufgang ist schwierig zu bekommen, weil es sind auch schon Fälle bekannt, dass Sojabohnenkörner im Boden vergammelt sind, weil das einfach zu kalt war. Der nächste Extreme, es ist eine Spätsaat. Man kann Spätsaat als Mitte Mai definieren und Spätsaat in Kombination mit der nicht frühreifenden Sorte kann ziemlich sicher zu einer späteren Abreife bringen. Und je weiter wir in Herbst hereingehen, also sage ich jetzt Oktober, Ende Oktober, Anfang November ist, dann sind unsere Beerntungsbedingungen draußen auf dem Feld so erschwert und man könnte dann mit Ertrageinbußen so gut wie sicher rechnen. Das Saatverfahren bei Sojabohnen, es ist eine Kombination von Saatmethode und Reihenabstand. In Deutschland sind Drillsaat und Einzelsaat, ob mechanisch oder pneumatisch, das sind die Standardverfahren,
Allerdings lauten mehrjährigen und mehrortigen Ergebnissen von den Versuchsstudien gibt es keine Ertragunterschiede zwischen Drillsaat und Einzelkornsaat. Natürlich kann man sich lang unterhalten über Vorteile und Nachteile bei den beiden Saatverfahren. Da haben wir leider jetzt nicht Zeit dafür. Der Unterschied liegt meistens in der Handhabung von den beiden Methoden. Allerdings bei der Reihenabstand darf man mehr Obacht geben. Hier wäre eine Faustregel: je später die Sorte, desto höher darf Reihenabstand sein. Wir haben schon Erfahrungen mit den Getreidereihenabständen von 15 oder 12,5, je nachdem, welche Sämaschine am Hof ist, oder bis zu Maisabständen bis zu 75 cm. Es ist alles in Praxis draußen verbreitet. Der geläufige Reihenabstände sind 30 bis 50 cm. Es hat auf einer Seite, welche technische Ausrüstung sind auf den Betrieben vorhanden, aber auch mit der Reifegruppen von den Sorten. Und der nächste Punkt, was auch mit der Vermehrung von den Öko-Anbauflächen, das mechanische Unkrautregulierung, da brauchen wir mindestens 30 cm, ansonsten kommen wir mehr mit keinem Hackgerät durch. Die Saattiefe darf bei Sojabohnen zwischen 5 und 2 cm sein, allerdings je nach Bodenart und Beschaffenheiten. Falls man doch mit chemischer Unkrautbekämpfung vorgehen will, dann würde ich mindestens 5 cm außer Tiefe empfehlen. Hier darf man auch nicht übertreiben, also zu tief ist auch nichts. Keine Ackerbohnentiefe von 8 cm, das 5, 6, das ist das Maximum, was sein dürfte. Da ganz einfacher Hintergrund ist dabei: die Sojabohne hat eine epigäische Keimung. Das heißt, die Pflanze bringt die Keimblätter auf Bodenoberfläche. Und eine gleiche und kontinuierliche Ablage Tiefe bei den Körnern führt dazu, dass die Keimlinge gleichzeitig auf Bodenoberfläche drücken und damit gleichzeitig durchkommen. In dem Fall gleichzeitige Felgaufgang, das ist ja A und O bei Sojaaussaat, weil daraus kommt eine schnelle und gute Jugendentwicklung, dann werde Reihenschluss schnell danach sein und wir bekommen eine optimale Bestandesdichte als beste Voraussetzung für höheren Erträgen. Das Thema Saatstärke. Man könnte meinen, da wissen wir alles. Ich würde behaupten, doch nicht. Gerade eben in den Anbaugebieten in Deutschland, da haben wir noch Forschungsbedarf. Aber es ist schon fest zum Sagen, wenn Bestandesdichte unter 30 Pflanzen pro Quadratmeter fällt, dann haben wir sicherlich die spürbare Ertragsverluste. Die Bestandesdichte können wir auch eigentlich nur fast mit der Saatstärke regulieren. Und hier, falls eine mechanische Unkrautbekämpfung geplant ist, da würde ich auch bitte um 10% Erhöhung bei der Saatstärke anplanen. Und die Saatstärke ist auch via Saatverfahren zum Teil, ist an eine Reifegruppe gekoppelt. Also die frühreifenden Sorten, sie haben kürzere Vegetationszeit und haben auch öftere, sehr schmaleren Wuchsführformen. Daher müssen sie etwas dicker gedrillt werden. Also ich rede hier von ca. 65 keimfähige Körner pro Quadratmeter. Die Zweifachnusssorten, sie haben schon von Haus aus etwas längere Vegetationsperiode, ca. 2 Wochen länger, je nach Region und Höhenlage, klar. Und dann können wir auch schon auf die 60 keimfähige Körner pro Quadratmeter gehen. Auf diese Folie würde ich Sie hinweisen, wie eigentlich unser Ertrag zustande kommt. Klar, Ertrag, Kornertrag, das ist das Erste, was man bei jeder Kulturart Anbau im Augen behalten muss. Von Ertragsstruktur her, also wir sehen hier, dass die unglaublich variiert in Abhängigkeit von der Saatstärke. Also in den mehrjährigen, mehrortigen Versuchen im Süddeutschland haben wir 30, 50, 70 und 90 Körner pro Quadratmeter geprüft und man sieht hier eindeutig, dass die Hülsen pro Pflanze bei der niedrigsten Aussaatstärke von 30 Körner pro Quadratmeter war doppelt so hoch wie bei der höchsten Aussaatstärke von 90 Quadratmeter. Und diese Entwicklung war ganz gleichgültig über die 50 und 70 Körner pro Quadratmeter. Sehr ähnliche Situation beobachten wir bei Anzahl Seitentriebe.
Also bei 30 Körner hat die Pflanzen viel Platz, sie haben sehr viele Seitentriebe, fast doppelt so viel mal wieder als bei den höchsten Aussatzstärke, 90 Körner pro Quadratmeter eingesetzt. Und hier sehen wir rasante Abfall mit der Zunahme von der Saatstärke. Ganz wichtiger Punkt, beziehungsweise Merkmal oder Sorteneigenschaft, was wir allerdings auch mit dem produkttechnischen Verfahren etwas steuern können, ist ein sehr wichtiger Ansatz von Erste-Hülsen gesehen von Bodenoberfläche. Also wir wissen, dass Ertragsverluste, sobald man mit der Beerntung das nicht ganz so hinkriegt, man könnte bis zu 10-20% Ertrages auf dem Acker stehen lassen, weil man so tief mit dem Schneidwerk kommt. Das Minimalste überhaupt, das ist auch aus wissenschaftlichen internationalen Quellen bekannt, sollte 7 cm sein. Ab 7 cm runterwärts werden immense Ertragseinbußen dokumentiert. Also ich würde sagen, alles, was um 10 cm ist und höher ist, da sind wir schon eher auf etwas sichere Seite. Und hier mit den blauen Punkten können wir sehen, dass mit der Steigerung von Aussatzstärke kommt auch unsere Hülse weiter von Boden nach oben weg. Nichtsdestotrotz, hier würde ich den Hinweis bringen, dass Saatgutkosten bei Sojabohnen Deckungsbeitrag ist circa ein Drittel. Daher, wir könnten vielleicht unseren Hülsenansatz von Bodenoberfläche bei 90 Körner circa 15 cm bringen, aber also der Aufwand bei der Saatgut, was wir dabei vertreiben, liegt in keiner Relation mit dem Ertrag, was wir gesichert haben durch höhere Hülsenansätze. Dann landen wir schon bei Ende meines Vortrags. Ich möchte hier ein Fazit aussprechen. Also die schwierigen Abreifebedingungen sind vorbeugen durch bewusste Standortwahl, eine rechtzeitige Aussaat. Das Sortenwahl soll aus passender Reifegruppe sein und durchgedacht. Und nachher, wenn man schon im Herbst Richtung Abreife geht, bitte schön geht's hinaus und prüft die Abreife öfteres. Organisiert zügig dadurch. Dadurch bekommt man einen minimalen Ertragsverlust und Erntegut mit hoher Qualität. An der Stelle bedanke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen. Liebe Olena, ganz recht herzlichen Dank für deine Ausführungen zum, ja, alles rund um die Aussaat von der Sojabohne. Eine Frage, die ich gerne direkt selber an dich stellen möchte, ist die, du hattest eine Folie mit den Wärmesummen bzw. den Reifegruppen. Kannst du uns was dazu sagen, welche Reifegruppe in welchem Umfang denn in Deutschland angebaut wird? Oder beziehungsweise, wenn wir mal eine Linie durch Moosburg ziehen, ist alles, was südlich ist, dann einfach null und darüber wirklich eher drei, oder bis dreifach null? Oder wo kann man das regional vielleicht etwas einordnen? Also dafür, wie ich schon sagte, die Anbauwürdigkeitskarte von Sojabohnen in Deutschland ein wunderbares Tool, da herauszufinden, da ist wahnsinnig hohe Auflösung, da sind nicht nur die Wärmesummen, sondern auch Bodenwerte mit eingeflossen und andere wichtige Sachen bei dem Sojaanbau. Also von der Einstufung und Einteilung und welche Sorte wo angebaut werden. Also der größte Flächeanteil bei Anbauflächen in Deutschland von Sojabohnen liegt eindeutig bei 3-fach-null Sorten. Ich würde jetzt also meiner Einschätzung nach bei guten 60 bis vielleicht 65% liegen. Dann in Gunstlagen, dazu gehören süddeutsche Anbauregionen, auch Moosburg, wenn du schon mal angesprochen hast. Also da können wir problemlos mit den 2-fach-null Sorten reingehen. In Rottal, genauso wie in Rheingraben, man könnte etwas auch schon mit Einfachnullsorten anfangen, also falls man etwas Mut hat und auch betone ich ganz gerne Erfahrung, weil Soja ist Mimöschen, also einmal losschicken mit Sojabohnen ist das nichts, daher, also da bitte erstmal durchdenken. Aber ich sage mal weiter zu der Aufteilung, vielleicht so bis zu 10%, 5 bis 10% sind die Einfachnullsorten und da so gute 20% sind die bei Zweifachnullsorten. Und wie gesagt, die Anbauwürdigkeitskarte, bitte bei Sojaförderung-Internetseite oder JKI anschauen, da findet jeder Landwirt seine Fläche wieder und da ist ja ganz schön dargestellt, welche Wärmesumme, welche andere Merkmale sind da zu berücksichtigen. Okay, super, vielen Dank. Ich habe einige Fragen im Chat, wo ich direkt nochmal zwei gerne zulassen möchte.
Die erste, es geht um Folio 12. Für welche Reifegruppen war es geprüft? Also ich glaube, es war die Folie wirklich mit den Versuchsergebnissen und der Saatstärke. Kannst du da noch was zu sagen, welche Reifegruppe Aber das war? selbstverständlich, da haben wir die verbreitetsten Reifegruppen in deutschen Bohnen geprüft. Es wurden vier Sorten für die Versuche ausgewählt, zwei aus Reifegruppe Dreifach Null mit unterschiedlichen Wuchstypen, genauso wie zwei aus der späteren Reifegruppe Zweifach Null. Okay, super. Und die Versuche liefen in Süddeutschland. Okay, danke, Olena. Die zweite Frage, die ich noch stellen möchte: Was ist die bessere Nabelfarbe für die Lebensmittelnutzung? Da befürchte ich, werden wir unsere Grenzen des Gespräches auch sprengen. Also der Nabelfarbe bei Sojabohnen. Also gehe ich stark davon aus, es geht um Speisesojaanbau. Dabei gibt es in Deutschland keine einheitlichen Richtlinien, weil jeder Verarbeiter, abhängig davon, was für ein Lebensmittel aus dem Sojabohnen hergestellt werden muss, hat eigene Ansprüche. Also der Nabelfarbe, es ist ja in der Schale von dem Korn. Und sobald Korn geschält wird bei der Produktion von den Lebensmitteln, es ist ja völlig wurscht, was für eine Farbe hat. Tendenziell kann man auch sagen, die Hersteller von also von Sojaprodukten bevorzugen die helleren Nabelfarben. Da gehören dazu gelbe, also die sind fast kaum zum Sehen, die hellbraunen und die grauen, das sind die offiziell bekannten Nabelfarben bei Sojabohnen. Allerdings würde ich hier wieder mal sagen, Leute, wenn ihr Speisesoja liefern wolltet zu Produzent, also da vielleicht eine Probe reinschicken und fragen. Also es gibt keine Schwarz oder Weiß. Liebe Olina, ganz vielen Dank für deinen Vortrag und für die Beantwortung der ersten Fragen. Im Chat sind noch weitere aufgetaucht. Die möchte ich aber gerne mit in die Abschlussdiskussion nehmen und würde jetzt gern erst zu unserem zweiten Vortrag kommen, zu Herrn Recknagel, der seinen Fokus auf dem Anbaujahr 2020 setzt. Es war ein sehr herausforderndes Jahr. Und lieber Herr Recknagel, was können wir aus dem letzten Jahr lernen und mitnehmen für die Zukunft? Ja, sehen Sie meine Präsentation? Ich sehe die Präsentation und wir können sie gut hören. Alles super. Okay, dann lege ich los. Ich möchte Ihnen kurz aufgrund der letztjährigen Erfahrungen ein paar Tipps geben. Wobei Deutschland ist groß und die Probleme unterscheiden sich durchaus. Also vor allem bei den Niederschlägen gab es sehr unterschiedliche Verhältnisse, wie wir hier sehen. Im August gab es doch in weiten Teilen Deutschlands Trockenheit, also die braunen Gebiete, auch die gelben waren nicht vom Regen wirklich durchnässt, im Gegensatz zu Südbayern. Also südlich der Donau kann man sagen, und je näher wir an die Alpen kommen, umso mehr gab es doch reichlich Niederschläge. Also da war es kein trockenes Jahr, sondern eher ein feuchtes Jahr, was dann auch Konsequenzen hat für die Entwicklung der Bestände und für die Abreife. Also während im Rheintal und in Ostdeutschland es eher ein normales oder frühes Jahr war, war es in Bayern eher ein spätes Jahr. Die Wärmesummen, wie wir hier sehen, waren, also wir haben hier die roten warmen, die grünen mittleren und die blauen kalten Regionen, kann man sagen, waren 2020 im Durchschnitt, also kein Spitzenjahr, aber auch kein kaltes Jahr. Ja, was hatten wir für Probleme? Wir hatten häufig ein trockenes Frühjahr. Wir hatten dann zum Teil einen nassen Mai. Wir hatten während der Blüte größere Temperaturschwankungen als in anderen Jahren. Wir hatten in weiten Teilen Deutschlands im Sommer Trockenstress und eben insbesondere in Bayern den feuchten Herbst. Was kann man machen gegen ein trockenes Frühjahr? Relativ wenig, aber man kann schauen, dass das Saatbett möglichst homogenisch und die feuchte Verhältnisse einheitlich sind in der Saattiefe, sprich die 4, 5 cm. Dann kriegen wir einen gleichmäßigen Auflauf hin, wenn wir dann auch noch rechtzeitig sehen, solange es noch nicht ganz ausgetrocknet ist, aber natürlich immer unter der Voraussetzung, dass die 10 Grad Bodentemperatur erreicht sind in 5 cm Tiefe und es weiterhin ansteigende Temperaturen gibt. Wenn wir das nicht hinbekommen, dann dauert es auflaufen später. Also auch wenn Sie jetzt sehen, in trockenen Boden und es kommt 2 Wochen nichts und dann kommt ein Regen und es wird kalt,
dann liegt da das Saatgut schon bald einen Monat im Boden, bevor sich die ersten Sojabohnen zeigen. Und manche Unkräuter sind da einfach schneller. Außerdem haben wir dann zum Teil ungleichen Auflauf, wenn der Boden nicht ganz einheitlich vorbereitet ist. Und dann gibt es Schwierigkeiten. Unkrautbekämpfung bei uns sah das im Rheingraben zum Teil so aus. Die ersten Pflanzen hatten schon mehrere Blätter und die letzten kommen gerade. Und wie Sie sehen, gibt es hier auch schon jede Menge keimende Unkräuter. Das hat sich nachher alles egalisiert, aber es war wirklich eine Herausforderung mit der Unkrautbekämpfung. Also, gleichmäßiges Saatbett, noch feuchter Boden, schneller Auflauf und nicht vor einer Regenperiode. Also nicht warten, bis Regen in Sicht ist und dann sehen, dann wird es erst mal kalt, denn wir hatten 2020 auch doch häufig einen eher nassen Mai. Der führte dann auch noch zu einer starken vegetativen Entwicklung, wenn die Pflanzen dann mal da sind und die da stimmen. Und insofern. Ja, weniger standfesten Sorte auch mal ins Lager gehen, das ist unerwünscht. Erschwert natürlich auch die mechanische Unkrautbekämpfung, wenn man kaum mal reinfahren kann und es dann immer gleich wieder regnet, sodass die Pflanzen weiter wachsen. Außerdem fördert es nicht gerade eine Wurzelung, wenn immer wieder Regen von oben kommt. Das heißt, es gibt nachher, wenn es trocken wird, vielleicht eher Probleme im Sommer mit Trockenstress. Sie sehen schon Fall, üppige und eine Sorte im Vordergrund, die geht schon ins Lager. Sowas ist natürlich unerwünscht und ein Problem. Also, insofern, wenn man weiß, dass man eher wüchsige Bedingungen hat, sollte man auf die Standfestigkeit der Sorten achten und Lagerneigungssorten vermeiden. Außerdem sind Sorten mit einer guten Jugendentwicklung natürlich von Vorteil, weil sie schneller das Unkraut unterdrücken. Und Sie sehen hier gewisse unten rechts, das ist die macht schon linke Sorte hier im Sortenversuch. Da sieht man auch schön die Reihen. Da gibt es durchaus Unterschiede. Insbesondere im ökologischen Landbau ist das von Bedeutung. Ja, es gab zum Teil die Beobachtung, dass auch ohne Trockenstress, also mit Beregnung im Rheintal, dieses Jahr nur 30 Doppelzentner gedroschen wurden. Und dann fragt man sich schon, ja, normalerweise sind es 40, 45 bei Beregnung und Wärme. Was war da los? Und eine Erklärung ist, dass tatsächlich sehr große Temperaturunterschiede Tag-Nacht waren, also über 20 Grad zum Teil. Und das über eine längere Zeit während der Blüte. Also das könnte tatsächlich auch ein Grund sein, wieso dann der Ansatz und die Kornzahl pro Hülse nicht so optimal sind, wie man es eigentlich erwarten würde. Hier gibt es relativ wenig Ansätze, außer man vermeidet vielleicht gerade die Kaltluftsenken, wo diese Unterschiede noch ausgeprägter sind. Und findet eine robuste Sorte, aber in dieser Beziehung gibt es natürlich irgendwann Grenzen. Trockenstress war natürlich in den warmen Gebieten, Rheintal, aber auch in Ostdeutschland und so weiter, durchaus auch in Nordbayern, durchaus wieder ein Problem. Die Sojabohne braucht ihr Wasser ab der Blüte bis zum Ende der Kornfüllung, das heißt ab Ende Juni. Juli, August, das sind so die hauptertragsbildenden Monate, wo Wasser da sein sollte. Erstmal Anzahl Hülsen pro Pflanze, dann Körner pro Hülse, 1000 Kornmasse, auch die Verzweigung. Gegen Ende des Sommers war der Stress nicht mehr so groß. Es hat zum Teil dann doch mal geregnet, einzelne Gewitterniederschläge im August, sodass die Eiweißgehalte eigentlich ganz in Ordnung waren. Aber die Erträge waren in den Trockengebieten eben auf die 3 Tonnen ungefähr limitiert, während wir in den weniger gestressten Gebieten, die Gäulagen, auch durchaus 40 und 45 Doppelzentner hatten. Sie sehen hier so eine Situation im Rheintal, wo die Blätter schon die Unterseite nach oben wenden, um hier noch vielleicht etwa, also wo sie schon anfangen zu welken. Gut,
Es gibt hier natürlich gewisse Unterschiede bei den Sorten bezüglich der Trockenheitstoleranz. Das sieht man sehr schön, wenn man die österreichischen Ergebnisse anschaut, nördlich der Alpen mit guten Wasserversorgungen und dann Richtung ungarische Tiefebene, pannonisches Trockengebiet, wie sich die da in der Rangfolge unterscheiden. Man kann auch sagen, im Trockengebiet sind die indeterminierten Sorten, die also im Zweifelsfall auch mal weiter wachsen nach einer Trockenperiode, durchaus von Vorteil, weil die Determinierten, wenn es dann mal trocken wird, dann hören sie auf zu blühen und fangen auch nicht mehr wieder an, wenn dann nochmal ein Regen kommt. In dem Feuchtgebiet ist die Situation eher umgekehrt zu interpretieren. Da möchte man eher Sorten, die nicht ewig weiter wachsen, weil es ja doch immer Wasser hat bis in Herbst. Und das sind die Indeterminierten eher das Problem. Gut, man kann schauen, dass man auf einen Schlag geht mit guter Wasserkapazität und auch guter Durchwurzelbarkeit, sodass die Sojabohnen hier aus den Reserven schön. Das wäre jetzt so ein eher determinierter Typ hier und das wäre eher so ein undeterminierter Typ, der eher weiter wächst und dann nicht mit so einem Blütenkranz abschließt. Diese feuchte, der feuchte Herbst in der Südhälfte von Bayern, führt natürlich zu üppigen Beständen, teilweise zu Lager. Und wenn die Pflanze dann, am Schluss liegt, dann können die Blätter nicht auf den Boden fallen. Das heißt, die bleiben im Bestand hängen und die Durchlüftung und die Trocknung ist umso schlechter. Ist natürlich auch schlechter zu dreschen. Also hier, schauen, dass man, einerseits eine relativ, früh abreifende Sorte wählt, die normalerweise Mitte September reif wird. In einem heißen, trockenen Jahr wird sie dann halt schon Anfang September reif und in einem feuchten Jahr aber auch hoffentlich dann bis Ende September, spätestens Anfang Oktober, denn nachher wird es tatsächlich schwieriger mit den Trocknungsverhältnissen. Sie sehen hier im Hintergrund, das sind die Doppel-Null-Sorten, die sind noch recht grün hier. Im Ende August war das, ja. Während, das ist jetzt in der Rheinebene wieder ein Foto, während im Vordergrund sehen Sie die Dreifach-Null-Sorten, werden die ersten schon gelb und beginnen mit Blattfall. Und innerhalb der Dreifach-Null-Sorten gibt es die frühen, wie hier Merlin wäre so eine typische frühe, die jetzt dann schon die Blätter fallen lässt, während die späte, links ist die Kantate, die ist schon eine späte Dreifach-Null-Sorte, Übergang zu Doppel-Null. Die ist auch noch fast so grün wie die Doppel-Null-Sorten. Also hier muss man sehr stark differenzieren, was diese Abreife angeht. Deshalb lieber nicht zu hoch pokern mit den Doppel-Null-Sorten in Grenzlagen und so, sondern auf die Dreifach-Null in den höheren Lagen, kühleren Lagen, auch die frühen Dreifach-Null. Dann, wenn solche Situationen sind, dass es im Herbst eher feucht wird und Lagergefahr und so, dann eher diese semideterminierten Typen mit besserer Standfestigkeit. Zweifelsfall in Grenzlagen natürlich eher die sonnenexponierten, gut durchlüfteten Schläge, auf keinesfalls irgendwas, wo es dann im September schon Nebel gibt oder am Waldrand. Und nicht zu lang warten mit der Ernte, denn die Sojabohne trocknet relativ schnell ab, befeuchtet sich aber auch viel schneller wieder, wie beispielsweise ein Mais, weil sie nicht so gut geschützt ist. Also sie saugt das Wasser wieder auf und dann geht es wieder von vorne los mit dem Trocknen. Also man kann ab 16%, 15% durchaus schon dreschen, hat dann sogar relativ wenig Beschädigungen. Und man muss nicht warten, bis das letzte Blatt abgefallen ist. Also es gibt auch je nach Jahr und Sorte Situationen, wo man schon bei der Hälfte des Blattfalls reife Bestände hat. Sie sehen hier, es sind jetzt zwei Doppel-Null-Sorten. Die eine hat die Blätter schon völlig abgeworfen, also die ist wahrscheinlich schon reif. Bei der anderen könnte man jetzt aber auch schon mal langsam schauen, ob die Körner in den Hülsen rascheln und wenn ja, dann sich mal um den Mähdrescher und die Ablieferung kümmern. Hier haben wir auch noch ein paar Blätter dranhängen, aber die waren schon super trocken. Und da reichen einzelne Tage, einzelne warme, föhnige Tage, um hier
die Erntereife vollends hinzukriegen. Auch der Unterschied vom Vormittag, wenn Sie vielleicht über die Nacht noch ein bisschen Tau aufgesaugt haben, bis zum Nachmittag kann durchaus 5% Feuchtegehalt bedeuten. Und solche Sachen sollte man nutzen, also dann nicht morgens dreschen, sondern am frühen Nachmittag. Und das möglichst im September. Ja, Frau Sobko hat es vorher schon angesprochen. Es gibt natürlich noch viel mehr Informationen. Hier die Webseite vom Sojafördering, wo Sie insbesondere bei den Reitern Anbau und nach der Ernte viel erfahren können. Und ja, schauen Sie da mal drauf und notfalls sehen Sie hier auch meine E-Mail. Ich möchte mich hier schon mal bedanken und bin gespannt auf Ihre Fragen. Super, Herr Recknagel, vielen Dank. Auf die Fragen können Sie gespannt sein. So viel kann ich Ihnen schon mal sagen. Im Chat füllen sich diese. Ja. Eine Frage, die ich vorab habe, und zwar möchte ich noch einmal auf die Trockenheit eingehen. Sie haben auf die unterschiedlichen Wuchstypen hingewiesen. Kann es bei der Sojabohne auch Sinn machen, bei der Sorte wirklich auf den Blühzeitpunkt zu achten, weil wir das nun mal die Zeitpunkt ist, wo wir den meisten Wasserbedarf haben? Oder ist diese Spanne am Ende so groß und so wenig differenziert, dass es keinen Sinn macht? Also ich denke, wir können das relativ wenig steuern. Wir wissen ja auch im Vorhinein nie, wann wird es jetzt wirklich so richtig trocken und wann kommt mal wieder ein Gewitterschauer und so weiter. Also was man da in dieser Beziehung raten kann, ist natürlich, wenn man eine größere Fläche hat, verschiedene Sorten zu wählen, die sich hier ein bisschen unterscheiden, auch in der Abreife, sodass nicht alles auf einmal kommt. Und da kann man dann hoffen, dass die, wenn die eine vielleicht mehr Stress hat, die andere vielleicht etwas weniger Stress bekommt mit der Trockenheit. Ja. Okay. Ich würde noch eine Frage aus dem Chat zulassen, bevor wir dann erst weitergehen. Und zwar, welche Minustemperaturen vertragen die Sojabohnen? Sojabohnen sind relativ frostresistent, also vertragen etwas mehr wie Mais und Zuckerrübe, aber natürlich auch keine minus 10 Grad. Also minus 3 Grad, wenn die Keimblätter aus dem Boden sind, sind normalerweise kein Problem oder das erste Laubblatt und so weiter. Bis minus 5 Grad kann es dann schon mal Schäden geben, dass was abfriert, aber meistens treiben sie dann wieder aus. Also die Sojabohne ist vor der Blüte relativ hart im Nehmen und regeneriert sich gut, auch wenn es dann nochmal Fraßschäden gibt oder Hagel oder irgend sowas, kann sie sich in der Regel ganz gut erholen. Gibt natürlich kleine Verzögerungen in der Abreife dann, aber ja, man muss nicht gleich umbrechen. Und wie gesagt, auch eine Ausdünnung bis zu 40 oder 30 Pflanzen muss nicht so schlimm sein für den Ertrag, dass sich der Umbruch lohnt. Okay, vielen Dank. Wir kommen so immer weiter in den Anbau. Dazu haben wir anschließend auch noch einige Fragen. Lieber Herr Recknagel, laufen Sie also nicht zu weit weg. Ich bedanke mich aber schon mal für Ihre Ausführungen und dann können wir gleich noch mal in die Diskussion weiter einsteigen. Gerade wenn es um den Anbau geht. Zuvor möchte ich dann aber noch einmal das Thema weitere Verarbeitung der Sojabohne beleuchten und übergebe das Wort somit an Herrn Hartnetz. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, man versteht mich gut und man sieht auch die Präsentation. Ja, passt alles. Sehr gut, dann darf ich auch ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Hansjörg Hartmitz, ich bin bei der Stadlober Agrarservice GmbH und Co. KG im südlichen Oberbayern als Kundenberater tätig, bin in dieser Funktion auch für die Sojaanbauberatung tätig und mein Thema ist eben die thermische Sojaaufbereitung, die wir an unserem Betrieb schon seit vielen Jahren durchführen, eben in Bezug auch auf dieses Problemjahr 2020 mit diesen sehr, ja, doch hohen Feuchtigkeiten, hohen Erntefeuchtigkeiten, die wir
auf den Betrieb bekamen und mit diesen wir dann eben auch fertig werden mussten. Vielleicht kurz zum Betrieb selber ein paar Eckdaten, damit Sie wissen, um was es geht. Mein Seniorchef hat bereits in den Mitte der 80er Jahre mit dem Sojaanbau in Bayern begonnen, war damit ein Pionier. Und aufgrund der Erfordernisse hinsichtlich einer Aufbereitung investierte er dann bereits 1992 in einen Toaster. Die Aufbereitung wurde im Laufe der Zeit immer wieder verbessert, immer wieder nachbereitet und eben natürlich dann im Bereich Annahme, Lagerung auch Investitionen getätigt. Der Kundenstamm erweiterte sich über die Jahre hinweg, sodass wir dann vor ein paar Jahren dann das Kundengeschäft an einen Spezialisten an die RWG Erdinger Land auslagern konnten und mussten. Und der Anbau hat sich in unserem Einzugsgebiet mittlerweile auf ca. 600 Hektar Soja gesteigert. Und da wurde natürlich dann auch immer wieder die thermische Aufbereitung ein Thema, die wir am Betrieb auch durchführen. Warum muss eine thermische Aufbereitung durchgeführt werden? Der Hintergrund liegt einfach darin, dass man diese antinutritiven Inhaltsstoffe, die in der Sojabohne, in der rohen Sojabohne vorhanden sind, einfach abbaut oder ausschaltet. Das ist besonders wichtig bei den monogastrierten Tieren wie Schwein und Geflügel. Aber die Verwertbarkeit dieser Aminosäuren gilt natürlich dann bei allen Tierarten. Das heißt also, eine thermische Aufbereitung ist auch für die Rinder sicherlich von Vorteil, weil es nämlich zusätzlich auch die Schmackhaftigkeit deutlich verbessert. So sieht also dieser Toaster aus. Sie sehen also hier den schematischen Ablauf dieses Toasters. Keine große Hexerei. Die Bohne fällt also durch die Gasflamme und wird damit einer Temperatur von 250 bis 280 Grad ausgesetzt. Die Bohne selber erfährt eine Temperatur, dann eine Temperatur bei Austritt aus diesem Toaster von ca. 110 Grad. Die Leistung unseres Toastaggregats liegt irgendwo bei 2,5 bis 3 Tonnen je Stunde. Und wir haben natürlich in Bezug auf die Aufbereitung gewisse Vorgaben, die wir einzuhalten haben oder warum das auch dann, damit das auch sinnvoll in der Fütterung dann abläuft. Die Rohware hat eine Trypsin-Inhibitoraktivität von 25 Milligramm in etwa. Und diese Trypsin-Inhibitoraktivität müssen wir runterbringen auf mindestens 4, besser noch weniger. Und das Ganze geht über diese Hitzeeinwirkung. Allerdings verschlechtern wir durch die Hitzeeinwirkung auch die Eiweißlöslichkeit. Und dies, meine Damen und Herren, ist natürlich dann die Kunst an der ganzen Aufbereitung, hier auf der einen Seite die Trypsin-Inhibitoraktivität möglichst runterzubekommen, auf der anderen Seite aber die Eiweißlöslichkeit nicht zu sehr zu verschlechtern. Also hier haben wir eine Reduzierung der Eiweißlöslichkeit bei der Rohware von ca. 95% auf irgendwo rund 80%. Und je höher die Hitzeinwirkung, umso schlechter ist dann die Eiweißlöslichkeit. Und das gilt es also hier hinzubekommen. Allgemein ist natürlich durch die thermische Aufbereitung natürlich eine, wie gesagt, bessere Schmackhaftigkeit bedingt durch die Reststoffe gegeben. Die Eiweißverfügbarkeit bzw. die Aminosäurenverfügbarkeit wird deutlich verbessert. Auch gerade bei den Monogastrern, Hauen und Schwein, ist es einfach von Vorteil bzw. ist ohne eine Aufbereitung keine sinnvolle Verwertung überhaupt möglich. Aber wie gesagt, auch bei den Rindern bekommen wir eine höhere Pansenstabilität des Eiweißes und damit eine gleichmäßigere Eiweißverfügbarkeit und Eiweißversorgung in der Fütterung. Und wenn wir jetzt auf das Jahr 2020 im Besonderen eingehen, hatten wir hier sicherlich mit ein paar Besonderheiten zu kämpfen, die uns dann im Herbst eben Probleme bereiteten. Das war zum ersten Mal durch die beiden vorherigen sehr trockenen, sehr frühreifen Jahre, war die Risikobereitschaft bei den Sojaanbauern sehr hoch, auch in spätabreifendere Sorten zu gehen. Das hatte dann in diesem besonderen Jahr 2020 eine sehr späte Ernte zur Folge, bis zum Teil in den November hinein, wo wir dann Erntefeuchten von bis zu 35% Wasser auf den Hof bekamen und damit fertig werden mussten.
Und eine Toastung ist eben nur sehr gut möglich bis zu einem Wassergehalt von 16%. Darüber wird es eben schwierig, weil wir dann höhere Temperaturen fahren müssten, zum Teil über 300 Grad. Das hat natürlich erstens Folgen vom Energieverbrauch, zum Zweiten natürlich Folgen auch von der Zeit. Das heißt, das Erntegut muss eine deutlich längere Zeit im Toaster bleiben, eine höhere Verweildauer. Und damit reduziert sich natürlich logischerweise die vorhin schon erwähnte Eiweißlöslichkeit, wodurch natürlich auch die Eiweißverfügbarkeit eher reduziert wird. Also insgesamt haben wir dadurch natürlich oder würden wir dadurch eine deutlich niedrigere äußere wie auch innere Qualität bekommen. Und von daher ist ganz klar, der Toaster ist kein Trockner. Wir müssen, solche muss vorher getrocknet werden. Und die Trocknung ist notwendig, aber bei der Sojabohne ist natürlich im Hinblick auf die Trocknung sind auch gewisse Dinge zu beachten. Grundsätzlich verursacht das erhebliche Trocknungskosten, die ungefähr ähnlich wie beim Mais sind, irgendwo ist vergleichbar. Das nächste Problem ist, die Sojatrocknung ist etwas anspruchsvoller als die Maistrocknung, da die Reinigung der Feuchtware deutlich schwieriger ist als beim Mais. Das heißt also, wenn hier Unkrautsamen mit dabei sind, bekommen wir die relativ schwer weg und das verursacht natürlich dann in der Trocknung Riesenprobleme, wenn einfach das Erntegut nicht so fließfähig ist und im Trockner nicht der Durchsatz dann da ist, beziehungsweise der Durchlauf entsprechend gewährleistet werden kann. Des Weiteren haben wir eben aus diesem Jahr 2020 sehr gute Erfahrungen gemacht mit Biogasanlagen, die uns die Ware dann abgenommen haben zur Trocknung. Allerdings hier muss man ganz unbedingt auch darauf achten, dass während der Trocknung das Material immer auch in Bewegung ist. Das heißt also nicht irgendwo einen Bunker oder einen Container und den belüften oder trocknen und die Ware nicht umschaufeln. Das wäre schwierig, weil die oberen 10, 15 Zentimeter dann eher feuchter werden und dann eher zu wachsen beginnen. Also hier ist immer eine stetige Bewegung des Materials von Vorteil. Daraus gibt es natürlich gewisse Folgerungen für die Zukunft, auch für uns, damit wir auch zukünftig sinnvoll Soja aufbereiten können. Und es geht natürlich ganz zu Beginn der Sorte, des Anbaus mit der Sortenwahl an. Und es ist einfach mal so, jeder Einzelstandort ist für sich zu betrachten. Ich kann nicht sagen, in dieser Region passt die Sorte, in dieser Region passt die andere Sorte. Es hängt sehr viel vom Einzelstandort ab und wir haben auch die Erfahrung, dass auch innerhalb eines Betriebes oftmals mehrere Sorten sinnvoll sind, weil einfach der eine einzelne Standort hier gewissen Einfluss hat. Und Sie sehen hier, ich habe aufgeführt Südhang, Nordhang, das ist schon ein Riesenunterschied. Habe ich meine Flächen alle auf dem Süd- oder auf dem Nordhang, habe ich sowohl als auch. Entsprechend muss ich mich natürlich in der Sortenwahl, in der Reifewahl entsprechend anpassen. Genauso sind Waldranlagen immer wieder ein Grund dafür, doch in der Reifewahl etwas früher zu gehen. Sicherlich Bodenverhältnisse, wir haben das ja auch bei meinen Vorrednern schon erfahren, dass es hier gewisse Unterschiede gibt. Ein Punkt ist auch, der immer wieder für uns etwas leidlich ist. Die LSV-Ergebnisse werden immer als das Status Quo oder beziehungsweise als das Evangelium so ein bisschen betrachtet. Ist okay so grundsätzlich, aber man muss auch berücksichtigen, die LSV-Ergebnisse sind nicht alles. Die Landessortenversuche stehen vorrangig auf günstigen Standorten. Damit habe ich nicht den Durchschnitt der Standorte abgebildet. Und das Soja reagiert eben sehr stark auch auf die Standortverhältnisse, auf den Standort, den ich bei mir auf dem Betrieb habe. Wie ist meine organische Düngung die letzten Jahre gewesen? Was ist hier an Nachlieferung zu erwarten? Wie ist die Wasserversorgung? All diese Dinge mehr spielen da einfach eine große Rolle. Und ganz wichtig auch, das ist ja auch vorhin schon angeklungen, Soja sollte im September geerntet werden. Man sollte sich einfach an eine betriebsspezifische Reifegruppe herantasten, aber bitte nicht von oben nach unten, sprich von der Spätreifen zur Frühreifen, sondern von sehr früh bis zu dem Punkt, wo es dann passt. Das ist einfach die sichere und die bessere Variante. Und generell muss man immer wieder berücksichtigen, in Süddeutschland ist eine feuchte Herbstwitterung keine Ausnahme. Die haben wir immer wieder mal gehabt, auch in der Vergangenheit immer wieder. Nur die letzten Jahre waren eben so, dass wir hier
eine leichte oder eine deutliche Trockenheit hatten und deshalb weniger Probleme. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auf Fragen und Diskussionsbeiträge und wünsche Ihnen für den weiteren Sojaanbau auch im Jahr 2021 viel Erfolg. Vielen Dank. Lieber Herr Hartnitz, ich bedanke mich auch ganz recht herzlich bei Ihnen für Ihre Ausführungen. Ich nehme mit, der letzte Herbst war für Sie nicht langweilig und der hat Sie sicherlich ordentlich gefordert, damit Sie dementsprechend auch alle Soja, die dann irgendwann geerntet wurde, verarbeiten konnten. Das ist richtig, also es war immer eine Herausforderung, aber jede Lieferung war eine neue Überraschung, aber das macht das Ganze natürlich auch spannend und abwechslungsreich und wir lernen auch damit immer weiter. Super, sehr schön. Ich habe wirklich viele Fragen noch in den Chat bekommen. Da würde ich direkt gerne reingehen. Und Herr Hartnetz, eine Frage direkt noch an Sie. Ist Sojanachbau möglich? Sojanachbau ist grundsätzlich möglich. Soja ist selbstverträglich. Das hat auch die Frau Sobko ja schon erwähnt. Ist grundsätzlich selbstverträglich. Allerdings empfehlen würden wir es nicht. Es hängt einfach damit zusammen, dass wir hier einfach von der phytosanitären Geschichte, also sprich von den Krankheitsübertragungen hier eher abraten. Sclerotinia ist hier ein Thema. Aber grundsätzlich ist wie nicht so wie Ackerbohne oder die Körnererbse, wo man halt doch eine deutlichen Fruchtfolge einhalten sollte. Bei der Sojabohne könnte man theoretisch auch im Folgejahr nachsehen. Okay, vielen Dank. Herr Hartetz, ich würde Sie noch bitten, einmal das Teilen Ihres Bildschirms aufzuheben, damit wir Sie wieder mit in die Diskussionsrunde reinholen können. Wo ich gerne auch. So, dann gehen wir einmal weiter. Möchte gerne auch die anderen beiden wieder mit in die Diskussion reinholen. So, da sehen wir Sie auch wieder alle. Okay, wir arbeiten uns gemeinsam durch die Fragen durch, um da möglichst viele heute noch klären zu können. Wir fangen einfach nochmal vorne an, und zwar ist nochmal eine Frage zum Einfluss der Aussaatstärke auf den Ertrag. Frau Sobko hat das schon etwas angesprochen, vielleicht daher nochmal Herr Recknagel, wenn Sie dazu nochmal was sagen können. Ja, also es ist wichtig, dass man einen geschlossenen, gleichmäßigen Bestand hinbekommt für Entwicklung, was die Unkrautunterdrückung angeht, aber auch dann für die Abreife hinterher. Wie Frau Sobko schon gesagt hat, die Untergrenze ist 30, 40 Pflanzen, aber mit dem sollte man nicht kalkulieren, denn wenn man nur so wenig aussät und dann geht noch was verloren, dann sind wir schnell zu tief. Also die 60, 65 Pflanzen, keimfähige Körner pro Quadratmeter, ist sicher eine bewährte Aussaatstärke, im Ökolandbau eher etwas höher, weil wir da vielleicht durch Striegeln und so noch gewisse Verluste haben. Aber die Sojabohne ist in der Lage, zumindest die nicht ganz extrem frühen Sorten sich auch zu verzweigen und reagiert sehr plastisch auf größeren Standraum. Insofern tut sich da so schnell nicht allzu viel. Das größere Problem ist tatsächlich, wenn die Lücken ungleichmäßig verteilt sind und Unkraut durchkommt, kann es auch eine Spätverunkrautung geben. Zum Beispiel mit dem schwarzen Nachtschatten, was dann insbesondere bei Lebensmitteln eine Verfärbung gibt und giftig ist und ganz schlecht ist. Also von daher wollen wir einen möglichst dichten, gleichmäßigen Bestand, der schon früh schließt. Okay, vielen Dank. Olina, du siehst sehr viele Sojabohnenbestände. Die Frage geht einmal zu dem Standort. Ist extrem schwerer Lehmboden für Soja geeignet? Bei extrem schweren Lehmböden, da ist natürlich Wasserzufuhr gegeben und man könnte auch keine Probleme mit der Trockenheit haben, aber der Verschlemmungsgefahr und auch ja gleichmäßigen Auflauf zu bekommen, ist eine Herausforderung. Also wenn überhaupt gar nicht geht, schon, aber recht vorsichtig und da aufpassen bei der gleichmäßigen Ablage von den Körnern und auch ja nicht tief, weil wie gesagt, die Körner müssen irgendwie hochkommen. Okay, vielen Dank.
Wir gehen einmal in die Düngung. Und zwar, was halten Sie von einer Stickstoffspätdüngung zwischen BPCH 50 und 60 mit stabilisiertem Harnstoff? Herr Hartnetz, vielleicht Ihre Einschätzung dazu, Ihre Erfahrung. Ja, grundsätzlich ist das natürlich, muss man es aus zweierlei Perspektiven betrachten. Zum ersten Mal aus der Sicht der Düngeverordnung, die ja mittlerweile vollkommen greift und hier eine Düngung ja in der Sojabohne nicht vorgesehen und auch nicht möglich ist. Aber jetzt rein pflanzenbaulich gesehen ist unter Umständen eine Stickstoffdüngung nicht ganz zu verachten. Die Frage ist, ob zu diesem späten Zeitpunkt das noch sinnvoll ist, hängt natürlich auch immer von den grundsätzlichen Gegebenheiten ab. Wo liegt meine Stickstoffnachlieferung vom Boden her? Ist eine organische Düngung in den letzten Jahren geschehen oder eben nicht? Und das spielt hier eine Rolle. Unsere Erfahrung ist eigentlich eher, dass wir das natürlich immer vorausgesetzt, dass auch die Knöllchenbakterien aktiv sind, dass der Knöllchenansatz entsprechend vollkommen da ist. Ist eigentlich unsere Erfahrung immer, dass wir eher zum Beginn, ich sage mal so im Jugendstadium, wenn die Sojabohne irgendwo so eine Bierflaschehöhe hat, also 15, 20 Zentimeter, zu diesem Zeitpunkt eine Stickstoffnachdüngung hat eher mehr Vorteile gebracht als eine Spätdüngung. Aber wie gesagt, ist immer einzelbetrieblich und einzelspezifisch zu betrachten. Die Sojabohne hat ein sehr hohes, wenn der Knöllchenansatz sehr gut ist, hat die Sojabohne ein sehr hohes Stickstoffaneignungsvermögen aus der Luft und kann also hier sehr viel Stickstoff aufgehen. Ist eigentlich aus unserer Erfahrung eher zum späten Zeitpunkt nicht immer sinnvoll, sondern ist immer dann auch die Gefahr gegeben, dass hier eine deutliche Reifeverzögerung eintritt. Okay, vielen Dank. Herr Recknagel, sehen Sie Vielleicht noch. es ähnlich, beziehungsweise können Sie auch noch was zum Einsatz von organischen Düngern sagen? Ist das möglich? Ja, also organische Dünger, die jetzt nicht so stickstofflastig sind wie Mischkompost und solche Sachen, sind unproblematisch. Jetzt Gülledüngung zu Soja macht keinen Sinn. Es geht in die vegetative Entwicklung und es kann einen wunderschönen Bestand hervorrufen, der aber nachher relativ schlecht ansetzt und schlechte Erträge liefert oder dann womöglich auch noch ins Lager geht. Wir haben auch Versuche mit Stickstoffdüngung gemacht und festgestellt, also im Schnitt der Jahre ist es auf jeden Fall unwirtschaftlich. Und das Risiko, dass es eher schlechter wird, dann auch nachher mit den Eiweißgehalten, ist erheblich, weil ja die Knöllchenbakterien stellen dann die Arbeit ein, wenn genug Stickstoff im Boden ist. Und am Schluss geht er dann zur Neige und auch die Spätdüngung kann gute Knöllchen nicht ersetzen. Und am Schluss wird halt der Eiweißgehalt, insbesondere aus den Knöllchenbakterien, dann der Stickstoff resorbiert. Also nach unseren Erkenntnissen ist es nicht wirtschaftlich und ja, die Düngeverordnung verbietet sowieso. Aber eine gewisse organische Düngung ist vertretbar. Wir wollen aber keine 100 Kilogramm Enmin im Frühjahr haben, wie bei Mais vielleicht günstig wäre, sondern die Hälfte reicht auch. Ja, okay, vielen Dank dafür. Vielleicht ergänzen Sie noch einmal zum Thema Blattdüngung. Kann diese die Qualität und den Ertrag beeinflussen? Also mit der Blattdüngung haben wir jetzt nicht so viel Erfahrung. Da gibt es einzelne Versuche, zum Teil auch mit Mikronährstoffen, wo man. Also farblich sieht man da durchaus Effekte, aber im Ertrag eigentlich auch nichts Durchschlagendes, sagen wir so. Das kann natürlich im Einzelfall, wenn jetzt irgendwie eine Nährstoffmangelsituation herrscht auf einem Schlag, anders aussehen, aber bei normal versorgten Schlägen ist es nicht notwendig, sagen wir mal so. Olena, Ja, bitte. Frau Sobko. Zu dem Thema hätte ich einen Hinweis. Also Blattdüngung, gerade eben mit Bor bei Sojabohnen, kann, was Eiweißgehalt nachher in Korn angeht, sehr zielführend sein, weil der Bor unterstützt und aktiviert auch Knöllchenbakterien. Das heißt, wenn wir eine Bor einbringen wollen, auch je nachdem, wie Bestand entwickelt ist, von der Aufwandmenge her, also das kann man auch splitten, einmal zu Entwicklungsstadium, die wir schon mal mit der Bierflasche-Größe angesprochen haben, das ist der erste. Und der zweite wäre auch sinnvoll zu
Blüte ansetzen, also Entwicklungsstadium 61, dass man, also da sind die Knöllchen am aktivsten. Und wenn wir ein bisschen Bor geben, dann ziehen sie sozusagen der letzte Saft raus. Also die sind dann top und die akkumulieren viel Stickstoff. Und wir wissen ja, unsere Eiweiß besteht auch zu großem Teil aus Stickstoff. Also deswegen ist da hier auch ein Zusammenhang mit der Erhöhung des der Eiweißgehalt im Korn, was Mikrodüngung mit Bor auf Blatt angeht. Okay, super. Vielen Dank an Sie alle drei für die gute Beantwortung des Themas Düngefragen. Wir gehen noch einmal ganz kurz zurück zur Aussaat. Olina, die Frage würde ich an dich wiedergeben, weil wir sind wieder bei den sehr schweren Lehmböden. Was wäre da denn eine passende Ablagetiefe, gerade auch in dem Zusammenhang mit dem späteren Striegeln oder mit Hackmaßnahmen? Da muss da jemand mit Biegen und Brechen Soja anbauen. Das begrüße ich recht herzlich, aber da muss man doch aufpassen, weil nicht, dass man eher viel kaputt macht und viel Kosten reinsteckt und dann einen negativen Deckungsbeitrag hat. Also, wenn man striegen will, da würde ich eher mit höherer Aussaatstärke gehen, also fast das Dreifachnullsorte ist also mindestens 70, weil da muss man auch berücksichtigen, Keimfähigkeit bei Sojabohnen ist Erfahrung letzten 5 Jahre nicht ganz so hoch. Daher, also sag mal, die 70 Körner mindestens gesetzt und die gleichmäßige Ablagetiefe ist sehr wichtig. Also bei den Lehmböden würde ich da mindestens auf 3, 4 cm gehen und dass da Sojabohnen, wie gesagt, auch mal keimen können. Und mit dem Striegel dann erstes Mal könnte man schon gleichzeitig mit dem, also ein paar Wochen Tage später nach der Aussaat kann man schon gehen. Hier würde ich aber etwas späteren Aussaattermin empfehlen, also indem das schwere Lehmböden erwärmen sich auch später und langsamer, dass man doch vielleicht am 1. Mai ausgeht, je nachdem natürlich, wo man zu Hause ist. Okay, Olena, vielen Dank. Die nächste Frage würde ich an Herrn Recknagel stellen. Welche Inokulate werden empfohlen? Wie werden diese richtig aufgebracht? Ja, man muss hier unterscheiden zwischen den Inokulaten auf Torfbasis und den Flüssigmitteln. Bei Torf gibt es eigentlich nicht mehr viel Auswahl. Es gibt das Reisteg und Verklopfen die Saat noch ein Mittel. Das muss unmittelbar, also am Tag der Aussaat, appliziert werden, möglichst schonend, sodass es keine Beschädigungen am Korn gibt, die wieder die Keimfähigkeit reduzieren, denn eben das ist wirklich oft das Minimum, der Minimumfaktor, die Keimfähigkeit, die Triebkraft. Die geht aber jetzt doch immer mehr zu den Flüssigmitteln, die zum Teil dann auch schon ein paar Tage oder bis zu 2 Wochen, 3 Wochen sogar bei manchen, glaube ich, vorher appliziert werden können, mit einer Sprühpistole beim langsamen Umlaufen lassen aus dem Big Bag oder so. Die sind sehr wirksam, also Bizolik, Top-S, Turbosoy und noch ein paar. Das Problem ist, man sieht dann nicht mehr so schön, was jetzt inokuliert ist und was nicht, wie bei den Torfmitteln, wo die Bohnen dann nachher schwarz gefärbt sind. Man muss also gut organisieren und immer genau wissen, was ist schon geimpft und was ist noch nicht geimpft. Manche sagen auch mindestens 6 Stunden Einwirkungszeit vorher und dann noch mal umlaufen lassen, damit es nicht verklumpt. Das ist auch noch so ein bisschen ein Problem bei den Flüssigmitteln, dass wenn man das unmittelbar vor der Saat anwendet und kann das sein, es verklebt erstmal und dann hat man Schwierigkeiten bei der Aussaat. Also da muss man auch eher etwas früher impfen, einwirken lassen und dann noch mal umlaufen lassen, dass es gut läuft nachher. Okay. Ja, es gibt ein paar wenige Mittel, die nicht funktionieren, aber dazu haben wir auch Informationen auf unserer Webseite. Okay, vielen Dank. Herr Recknagel, ich würde Ihnen einmal noch weiter das Wort erteilen. Und zwar kommen wir in die Fungizidbehandlung beziehungsweise zu dem Stichwort Cercospora. Ein Zuschauer berichtet, dass er auf Gäuboden teils 50% Befall von Sclerotinie hatte, obwohl es in der Gegend keinen Rapsanbau gibt. Der Ertragsmesser beim Mähdrescher sprang demnach von 16 auf 50 Doppelzentner innerhalb der Fläche. Kann das Problem mit dem Saatgut eingesteppt worden sein? Die erste Frage. Und die zweite Frage, welche Möglichkeiten der Bekämpfung gibt es oder
sind vielleicht in Aussicht, halt auch wenn wir von Fungizidbehandlung sprechen? Also, jetzt am Anfang haben Sie Peronospora oder Cercospora, nachher Genau. Sclerotinia gesagt. Da muss man unterscheiden. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, es handelt sich um Sclerotinia. Da gibt es natürlich auch andere Kulturen als Raps. Es sind im Prinzip alle Öl- und Eiweißpflanzen, auch Gemüse, Tabak und so weiter, die da Überträger sind. Könnte natürlich auch von Nachbarflächen rüberwehen oder so, gewisse Sporen. Saatgutübertragbarkeit ist jetzt mir nicht so geläufig. Es gibt ein Mittel, was man im Boden einsetzen kann, muss man dann allerdings schon auf die Stoppeln, auf die befallenen Stoppeln ausbringen. Des Kontans, aber in der Praxis ist es, glaube ich, nicht so verbreitet. Also man versucht das Problem eher über die Fruchtfolge und natürlich auch über die Sortenresistenz zu beherrschen. Es gibt Sorten, die anfälliger sind und weniger anfällig sind. Bestandesdichte sollte man dann auch nicht zu hoch wählen, dass die Durchlüftung gut funktioniert. Standfeste Sorten sind vielleicht auch von Vorteil. Es soll jetzt ein Mittel, eine Zulassung bekommen, habe ich gehört, gegen Sclerotinia, was man dann auch praktisch in den Bestand applizieren könnte. Aber das genau, ich weiß nicht, ob es jetzt schon zugelassen ist oder nicht, aber ich habe da was gehört, dass da was eine Zulassungserweiterung kommen soll auf Sojabohnen für ein Sclerotinia-Mittel. Okay, Herr Hartnetz, was empfehlen Sie Landwirten? Wir bleiben bei der Problematik Sclerotinia, wenn auch Raps in der Fruchtfolge steht. Wie lange sollten die Kulturen auseinanderstehen? Ja, meine Empfehlung ist hier überhaupt sich die Frage stellen, macht es Sinn, Raps und Sojabohnen in die gleiche Fruchtfolge zu stellen? Also meine Empfehlung ist hier immer versuchen, entweder den Raps aus der Fruchtfolge zu nehmen oder die Sojabohnen nicht hineinzunehmen oder im Betrieb zwei Fruchtfolgen zu fahren. Wir haben definitiv mit der Sclerotinia immer wieder Probleme auf rapsanbauenden Betrieben. Und wie Sie aus dem vorherigen schon erfahren haben, die Nachteile durch Sclerotinia sind erheblich oder können sehr erheblich sein. Und von daher ist hier also generell die Empfehlung, Raps und Sojabohnen in der gleichen Fruchtfolge macht langfristig keinen Sinn. Wenn es ein Jahr einmal sein muss, okay, dann kann man es versuchen, aber man muss einfach darauf gewappnet sein. Und jetzt zu glauben, weil ein Fungizid vielleicht die Zulassung bekommt, jetzt kann ich mir hier die Erlaubnis wagen oder das Wagnis eingehen, dass ich hier auf Raps dann auch Sojabohne sehe, um die Sclerotinia dann in der Sojabohne mit dem Fungizid zu bereinigen. Auf das würde ich mich nicht verlassen. Die bessere Methode ist immer eine gesunde, sinnvolle Fruchtfolge. Okay, vielen Dank. Ich würde noch gerne zwei, drei Fragen zulassen. Deswegen die Bitte an die Referenten, dass sie doch möglichst kurz und knapp die auch beantworten, dass wir dann noch einigermaßen in der Zeit bleiben. Und zwar komme ich dann jetzt nochmal zu der gerade schon kurz fälschlicherweise angesprochenen Cercospora. Olena, gibt es da Maßnahmen gegen Cercospora im Sojaanbau? Ja, wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren einige Saatgutchargen schon mal gesehen und auf dem Acker haben wir auch die Blattbefall vermehrt in Beständen. Also Sclerotinia ist ja samenbürtig und auch teilweise bodenbürtig. Es ist Cercospora. leider Gottes in Deutschland, ja, Cercospora. Leider Also Sie haben Gottes ist es ja Sclerotinia kein gesagt. Weizmittel. Entschuldigung, Genau. es geht um Cercospora. Jetzt sind wir in Genau. Cercospora, jawohl. Also es sind keine Beizmittel zugelassen in Deutschland und ich würde da fast sicher davon ausgehen, dass kein zugelassen wird. Also daher bitte aufpassen, wo man das Saatgut kauft, woher das Saatgut kommt, dass man mit dem Saatgut kein Cercospora sich reinschleppt. Okay, gut. Jetzt müssen wir auch leider den Block Krankheiten verlassen und gehen nochmal in die Unkrautbekämpfung.
Und zwar der chemische Pflanzenschutz hat nach einigen Jahren Soja auf den Feldern seine Grenzen. Es kommen dann Problemunkräuter wie Ragweed, Knöterich, schwarzer Nachtschatten. In Sojabohnen fehlen einfach sichere Mittel. Habe Erfahrung von 35 Jahren Soja in Österreich. Wer möchte da noch mal eine Einschätzung zu geben zu Möglichkeiten der Unkrautbekämpfung? Olena, Naja, bitte da sehr. hat der geehrte Zuschauer hat ja alles auf den Punkt gebracht. Also wir haben leider in Genau. Deutschland auch nicht die Breite an den Mitteln. Mein Appell an alle Sojaanbauer, nie im Leben auf Vorauflauf verzichten. Weil in dem Bereich haben wir noch wirksame Mittel, wo wir den Spektrum von den verbreiteten Unkräuter in unserer Gegend, das ist ja auch mal nicht nur Nachtschatten, Distel, auch die Melde oder öfteres Ausfall, Getreide oder wenn man auch in Rapsfolge, in der Fruchtfolge hat, auch Raps. Also auf Vorauflauf auf gar keinen Fall verzichten. Im Nachauflauf sind ein paar Mittel, aber die sind eher zum Sichern. Und das Problem Unkraut wie Distel oder auch Melde zum Teil, das bekämpfen wir in eine Vorfrucht. Also wenn man Weizen als Vorfrucht davor hat, da kann man U46 spritzen oder Poitner oder andere Mittel. Da können wir den Distel schon weg aus dem Feld bringen, dass man auch Soja auf säuberige Felder bringt. Also das ist die Möglichkeit, in was man in Deutschland macht. Also clevere Gestaltung von der Fruchtfolge, wo Soja drin ist, das ist jetzt momentan der erste Hilfe, was Landwirt sich selber leisten kann bei Unkrautbekämpfung und Sojabohnen. Gibt es im Nachauflauf weitere Möglichkeiten, zum Beispiel Clearfield einzusetzen? Ja, es ist auch eine Mittelkombination von BASF. Allerdings, da haben wir von der Wirkstoff Imoxamox nur 12 Gramm pro Liter. Es ist relativ niedrige Konzentration von dem Mittel, was im Umkehrschluss die etwas gut entwickelte Distelpflanzen kaum zerstört. Aber es ist auch hin und wieder der Fall, dass die Sojabohnen Phytotoxreaktionen bekommt, also sprich die Blätter werden etwas brauner und sterben und auch wird langsamer in die Entwicklung, was wir denn den anderen Unkräutern riesigen Chance geben, weiter sich zu fortzusetzen bei der Entwicklung. Also es gibt die Möglichkeit, aber ich würde die etwas mit der Vorsicht zu genießen. Okay, super. Vielen Dank, Olena. Ich würde noch eine letzte Frage an Herrn Recknagel stellen. Ist Abschleppen des Bodens für eine zügige Erwärmung und Wasserspeicherung sinnvoll? Dann aber auch berücksichtigt, dass man durch die Maßnahme Unkräuter zum Auflaufen anregt. Was ist hier die bessere Lösung? Ja, also das ist sicher sinnvoll, wird im Ökolandbau auch intensiv betrieben. Viele machen das sogar zwei, dreimal, um dann einigermaßen sauberen Feld zu haben und sehen dafür etwas später verzichten etwas auf Vegetationszeit, eine frühreifere Sorte, die dann trotzdem noch reif wird. Im Konventionellen ist das sicher auch kein Schaden, schon vorab abschleppen, damit es einen gleichmäßigen Saathorizont gibt, gleichmäßige Wärmung, gleichmäßigen Auflauf, ja. Und dann blindstriegeln, das ist dann natürlich derselbe Zeitraum wie die Vorauflaufbehandlung. Also man müsste dann vielleicht erst nochmal blindstriegeln und dann direkt anschließend dann die Vorauflaufbehandlung unterbringen. Okay, und eine allerletzte Frage an Herrn Hartnetz. Wie ist die Nabelfarbe mit den Inhaltsstoffen korreliert? Haben Sie da Erfahrungen? Ich sehe von allen schüttelnde Köpfe. Ich bin gespannt auf die Antwort. Nein, also wir sind ja vorrangig oder eigentlich zu 100% im Futtermittelbereich unterwegs. Das heißt, ich kann jetzt über die Lebensmittel Branche oder beziehungsweise die Lebensmittelsorten relativ wenig sagen. Tendenziell ist es eben so, dass die Lebensmittelbranche ja die etwas eiweißreicheren, rohproteinhaltigeren Sorten wünschen. Aber ansonsten die Nabelfarbe an sich hat jetzt, glaube ich, wenig Einfluss auf die Inhaltsstoffe hinsichtlich Eiweiß und ja, in erster Linie Eiweiß. Also die Nabelfarbe ist, wie Frau Sobko vorhin schon erwähnt hat, vielleicht mehr dass sich die eine oder andere Firma selber so vorstellt, aber hat, glaube ich, jetzt nicht sehr viel Einfluss darauf, wie die Inhaltsstoffe tatsächlich sind.
Ich hoffe, damit die Frage einigermaßen beantwortet zu haben. Ja, ich sehe Bestätigung von den anderen Referenten. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Ihnen drei und würde hiermit die Diskussionsrunde schließen. Liebe Zuschauer, wir haben hoffentlich die meisten Fragen geklärt. Sollten Sie dennoch Fragen im Nachgang haben, mailen Sie diese gerne an praxisdialog@saaten-union.de. Bei unseren drei Referenten, Frau Sopko, Herrn Recknagel und Herrn Hartnetz, möchte ich mich nochmal ausdrücklich und ganz recht herzlich bedanken für die heutige Diskussionsrunde und für die Inhalte, die Sie uns hier vermittelt haben. Bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich dafür, dass Sie dabei waren und dafür, dass Sie sich auch so rege an der Diskussion beteiligt haben. Ich verweise nur noch mal auch auf die Internetseite praxisdialog.tv, wo Sie noch mal nach weiteren Terminen dieser Serie schauen können. Schon übermorgen, am 25. Februar, geht es weiter, dann zu dem Thema Bodenbearbeitung. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen. Machen Sie es gut.